Ja, ja, ja. Ich habe die ganze Zeit schon gedacht, ob er das darf mit dem Blaulicht. Anscheinend in Deutschland normal nicht, ne? Nur hier jetzt, ne? Sagt keiner was? Ja, ich nehme sie für echt. Bloß wenn er mal am ersten Feuer vorbeifährt, dann sagen sie, der ist da vorbeigefahren. Pecco Becker, Helge Harms, Tom Becker, Laurin Harms, die ganze Bande hinten drin. Ja, hinten, da sind wirklich zwei so Sitze, wo man rechts und links sitzen kann. Das ist offiziell so ein 7-Sitzer, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 9. Ach, da hinten können 3 hin normal. Ja. Ja, alles gut. Herkunft ist natürlich, ja, jeder sagt Mercedes G-Modell. Ja und nein. Dieses G-Modell wird in Lizenz bei den Steierwerken, bei den Puchwerken in Steyr gebaut. Ne, bei den Steierwerken in Puch. Das muss ich echt überlegen. Wo war das denn? Ne, Steyr heißt der Ort, ne? Puch heißen die Werke, genau. Also es ist im Grunde natürlich ein 280 GE, wie er in Deutschland auch gebaut wurde, aber Lizenzbau in der Schweiz gebaut, unter dem Titel Steyr. Feuerwehrauto, jo, was soll ich dazu sagen? Herkunft ist die Schweizer Feuerwehrgemeinde Vechingen bei Bern, daher auch die unübliche Bezeichnung Wehrdienste. Ja, da fehlt halt das Feuer. Ja, aber für Wehrdienste, was sollte man sagen, oder? Ja, danke fürs Kommen, schönes Fahrzeug, schön erhalten. Mit AMG wäre dann auch geil, mit so einem dicken 6-Zylinder, 8-Zylinder. Ne? So. So, ein Volvo PV544 von Hartmut Pelz und Gabi Pelz. Was ist zu diesem Auto zu sagen? Es ist nicht mehr der Originalmotor drin, habe ich gelesen. Es ist der B20-Motor drin, ein 2-Liter-Motor, der einfach nur besser hält. Baujahr 61 ist der Nachfolger der ersten Buckel-Volvos und es wurden davon 440.000 gebaut, von diesen 544, und der letzte ist 65 vom Band gelaufen im Volvo-Werk, und in Göteborg steht halt dieses letzte Fahrzeug. Dies ist ein Reimport aus Kalifornien, da haben wir gar nichts Amerikanisches, ne? Oder hatten die ja damals noch nicht, oder alles zurückgebaut. Er hatte schon so ein paar Zusatzblinker an der Seite natürlich. Dann hatten wir damals auch dieses falsche Licht, diese Sealed Beam Lampen, da musste man auch umbauen. Ne? Ja, schönes Auto, Volvo. Sieht man auch im Oldtimer Rallye-Sport oft mit dicken Motoren, mit 4 Vergasern, aber das muss nicht. Der B20 ist ein 2-Liter-Motor gegenüber dem alten 1800er, der hält hervorragend. Vielen Dank, Hartmut Pelz, Gabi Pelz, Volvo 544. Das sieht aus wie aus dem Ei gepellt, Mensch, wow. Und schon wieder ein Opel GT. Aber Lexmaul Verbreitung, was heißt das, die Firma Lexmaul? Lexmaul sitzt irgendwo in Hessen, glaube ich, bei Frankfurt. Macht auch heute noch Opel-Ersatzteile. Ist halt ein noch Fahrzeugwechsel beim Team Brent. Was seid ihr letztes Jahr gefahren? Ach, mit Mercedes. Ja, mein Opel ist auch was wert, ne? Kann man nicht so sagen. Ne? Also man sieht auf jeden Fall verbreitete Kotflügel und so Schwellerschürzen dran, eine Schneeschiebe-Spoiler vorneweg und ein Kabelbrand ist gewesen, das weiß ich, das ist eine Shit-Arbeit. Aber die Haube ist dann eine Plexiglas- oder Plastikhaube, ne? Deswegen steht die so ein bisschen hoch. Die verträgt die Hitze auch nicht vom Sommer, dann ist das so. Ne? Und hinten natürlich die Theke namens Heckspoiler, da kann man auch gut dran stehen abends, definitiv. Ne? Ja, vielen Dank, Markus Brent, Alexander Brent, Opel GT, Breitbauversion. Schöne ATS für... Ach, der Fiat. Warum ich A sage, als ich klein war, ist uns mein Auto hinten drauf gefahren, meiner Mutter, ein Mercedes, das war so ein Fiat. Ich habe dieses Gesicht von dem Auto nie vergessen, sie waren das nicht. Nein, nein, nein. Machen Sie keine Sorge, das war, lass uns überlegen, 61 oder so. Fiat 1564, kann der gar nicht gewesen sein. Tim Machold, Julian Machold, habe ich eben schon gesehen, wie er das Auto mal gezeigt hat, oben auf dem Platz. Das Auto hat 1500 Kubik, 67 PS und es gab den auch als 1300er, aber dieses halt der 1500er, eine Fiat Limousine. Interessant ist hier die sogenannte Corvair-Linie, wenn Sie mal diesen Chromstreifen sehen, der so rundherum läuft. Das hatte der NSUTC auch und der Chevrolet Corvair hatte das auch. Das nannte man damals so ein bisschen Badewannendesign, aber diese Linie sehen wir gleich bei dem NSU auch. War zu seiner Zeit eine schöne Limousine, auch schön mit dem Chrom da unten.
und sieht eigentlich gut restauriert aus. Das hier vorgestellte Fahrzeug wurde in Deutschland von Fiat Heilbronn gebaut und hat ein Saxomat-Halbautomatikgetriebe. Das hieß, man kommt an den Schaltknüppel dran und dann kuppelt der. Ne? Das heißt, das Pedal war nur weg. In dem Moment, wo man umschaltete, war ein kleiner Sensor oder ein kleiner Kontakt im Schaltknauf und dann hat er gekuppelt und wenn man dann den anderen Gang reingelegt hat, fährt sich das denn so ruhig wie... Alles gut. Ich glaube, ich habe das mal bei dem VW gehabt. Ja, schönes Auto. Fiat 1500, Baujahr 64, 67 PS. Tim Machtold, Julia Machtold. Vielen Dank fürs Kommen. Ich muss erst blättern. Wenn ihr nicht in der Reihenfolge kommt. Herr Dräger, Ralf und Susanne. Seit 2006 gehört Ihnen das Auto. In 2012 wurde er wirklich aufwendig restauriert und erhielt eine Neulackierung. Die Polster wurden neu bezogen und laut dem Mercedes Club sind einschließlich der Modelle 220A, S, Coupés und Cabrio nur noch 421 Fahrzeuge gemeldet. Dies ist ein Mercedes-Benz Ponton 220S. Die interne Bezeichnung war W180, Baujahr 57. Mein Alter, mein Baujahr, wie schön, oder? 106 PS aus 2,2 Liter. Ja, den gab es natürlich für die einfachen Leute als 180er. Ich weiß, mein Vater hatte sowas als Diesel. Der sah eigentlich genauso aus, weniger Chrom, nicht so eine tolle Innenausstattung. Ich glaube, auch die Blinker auf dem Kotflügel waren dann nur beim S-Modell. Ja, ein bisschen kürzer, ne? Okay. Also die Ponton-Karasse hat sich ja damals in dem Zeitraum 57 bis 61 durchgesetzt. Sehr schön restauriert, tolles Auto. Sieht echt geil aus, muss ich sagen. Ja, sehr schön. Vielen Dank fürs Kommen. Gute Fahrt. Dankeschön.